Der Fernverkehr im Elbtal ist heute fest in der Hand der tschechischen 371er. An den Haken hängen Garnituren aus Deutschland, Österreich oder Tschechien. Inzwischen bekommen die tschechischen Maschinen ein neues Farbkleid. Lichtgrau mit hellblauen Seitenwänden und einem dunkelblauen Streifen. Hier in Königstein. Ein Elbdampfer grüßt. Ortswechsel ins Werk Dessau, das lange Zeit für die Ausbesserung der 180er zuständig war. 180012 erhält im Jahre 2006 hier eine Untersuchung. Ihren alten Reichsbahnlack darf sie behalten. Da steht sie zwischen modernen und alten E-Lok-Schwestern. Inzwischen gestalten sich die Untersuchungen immer schwieriger, da die Ersatzteillage nicht die beste ist. Auch die tschechische Technik ist etwas anders. So arbeitet die E-Lok mit einer Gleichstrom-Widerstandssteuerung, die für beide Stromsysteme zuständig ist. Für den Wechselstromteil ist ein Transformator vorgeschaltet, der über Gleichrichterbrücken für Gleichstrom sorgt. Über Schütze werden die Anfahrwiderstände zu- oder abgeschaltet, gesteuert durch den Fahrschalter im Führerstand. Das System ist mit den modernen Drehstromlokomotiven nicht mehr zu vergleichen, aber es funktioniert. Altertümlich sind auch die Radsätze mit Speichenrädern. Bereits 2006 sind die ersten 180er zur Ausbesserung ins tschechische Werk in Prešov gegangen. Im Mai 2014 sind von ehemals 20 Maschinen nur noch 6 in Betrieb. Diese fahren ausschließlich im Güterverkehr.
180 011 in Velen. Also DB Schenker plant noch dieses Jahr und nächstes Jahr Lokomotiven der Baureihe 189 mit einem sogenannten Tschechien-Paket auszurüsten. Und wenn diese Loks dann die Zulassung in Tschechien haben, dann werden die sicherlich die 180 ablösen. Weil das ist nur noch eine Splittergattung, wir haben noch 6 Lokomotiven in Betrieb. So werden sich die Bilder im Elbtal bald ändern. Die 4 Systemloks der Baureihe 189 werden dann, wie hier, die Züge ziehen. Bereits seit April 2006 gab es eine begrenzte Zulassung für die Strecke bis Szczecin. So ist die Baureihe 189 im Elbtal keineswegs fremd.